Hat sie nicht sowas aus ihrem Mund? Was denn? Das ist mir gerade eingefallen, wenn die so aussieht wie so ein, als ob die gerade in irgendeinen Kreidetopf reingefallen ist. Kann ich doch nichts für. Ich weiß schon wieder gar nicht, wo ich hin wollte. Ach, da lang. Da steht 100 Pro auf. Ist doch wieder so offensichtlich. Ja, geil. Ich habe auch nicht sehr viel. Geil, danke. War so klar. Fick dich doch. Nicht mit mir! Also nicht jetzt. Ein anderes Mal, aber nicht jetzt. Und wenn der jetzt auch aufsteht, dann weine ich aber. Nicht, dass jetzt was kommt, das wäre Kacke. Oh, ist das leise. Riesig hier, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Hallo? So ist brav. Weiß zwar nicht, warum ich das mache, aber gut. Ich beschäftige mich gerade die ganze Zeit nur wegen Nebenaufgaben, ne? Das ist schon traurig. Die schwebende Pfütze. Ach so, ja, das sah eben auch voll bescheuert aus. So ein Stückchen Kernseife in den Mund reindrücken, was? Bitte was? Wenn ich mal versuche, beim Bildschirm selbst noch zu finden, ob hier irgendwas ist. Ich habe keine Muni, bitte lasst mich doch einfach. Irgendwas ist im Bad bestimmt, ne? Oh mein Gott. Oh, ich hab Muni. Ja. Damit treffe ich eh nicht, aber egal. Natürlich gibt's hier nichts. Für was gehe ich hier rein? Entweder kommt durch die Tür was oder hier ist irgendwas im Bad. Okay. Oh, danke, damit ich wieder aus Versehen den falschen Knopf drücken kann. Ist ja sehr schön. Vielleicht sollte ich das woanders machen, die Spritze. Weil ich komme irgendwie immer daran. Vielleicht sollte ich die Spritze nach unten machen. Das wäre eine Option. Da komme ich nicht so oft dran. Hoffe ich. Bitte. Warte mal. Elf Stück, ey, wow. Ich weiß, das kostet doppelt, aber ich muss irgendwas machen. Das kostet nicht doppelt, das ist immer drei, okay? Das ist aber doppelt. Und ein Schockbolzen wäre auch nicht schlecht. So. Da ist was im Bad, der Wäschekorb des Todes, der Wäschetalk. Nein. Aber ich bin ja noch nicht fertig hier, ne?
Da muss ich rein. Oh, das geht noch weiter, das Haus. Wirk. Wirk, wirk. Hallo? Wir wollen nur mal kurz hier rein. Oh, hier scheint Action gewesen zu sein. Wetten denn ist was? Ich wette alles. Ich verwette alles, dass da hinten irgendwas schon irgendwas ist. Mich kommt jetzt irgendwas kommt angesprungen oder irgendjemand ist da. Komm. Okay, erstmal gucken. Runter? Oh, ich will nicht runter. Wie schmecken eigentlich gesalzene Chips mit Sour Cream und Honig? Weiß ich nicht, klingt aber ehrlich gesagt lecker. Ja. So. Ein neues Signal. James, wo zum Teufel bist du? Schwing deinen Arsch zum Besucherzentrum. Was? Warum? Na dann auf zum Besucherzentrum. Warum muss ich denn jetzt schon wieder dahin? Warum ist es so dunkel? Zum Besucherzentrum. Mhm. Aber erstmal will ich die Sachen sammeln. Ne? Oh mein Gott. Da will ich nicht runter. Mm-mm. Mm-mm. Auf geht's! Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Entweder ist hier was oder... Okay, ich mach mir mal selbst... Ich mach mir mal Panik. Ich weiß nicht warum. Mehr Panik, als mir gut tut. Dieser Computer funktioniert noch. Warum leckt das jetzt so? Was zur... Okay, jetzt bereue ich es doch. Lädt 30%, okay. Es leckt aber ein bisschen. Ey, ich wette, da kommt gleich irgendein Scheiß. Bestimmt. Und es leckt. Okay, der Raum hat sich grundlegend verändert. Creepy. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Warum bin ich so neugierig und schaue mir doch alles an? Warum tue ich das? Feuerlöcher. Führt mich das hin zum Teufel? Es ist gerade unangenehm ruhig. Oh, ja, das war's mit ruhig. Die haben was ein bisschen von die Klicker, nur dass die Klicker fand ich noch gruseliger. Oh!
Oh nein, das ist ja die Spermeline. Oh mein Gott. Ich will die aber nicht. Die ist so assi, die ist einfach so assi, dass sie 3 Millionen mal jetzt. Jetzt wird es auch noch verniedlicht. Ja, was denn, die ist kacke? Was soll ich denn machen? Die hat ja doppeltes Leben, das möchte ich nicht. Ich habe ja jetzt schon Probleme damit, dass sie so viel leben. Jetzt kann ich die nicht mal von hinten erdolchen, ohne dass die stirbt. Was ist das denn hier? WTF, da gehe ich doch jetzt nicht hin. Ich habe absolut keine Ahnung, was hier ist. Irgendwas mit Waffen, aber. Ups. Was ist das für ein Loch? Oh mein Gott. Es gibt die abgefucktesten Kreaturen hier und ich will einfach nicht wissen. Ja, natürlich. Ab ins Loch mit dir. Nein. Habt Erbarmen. Kann ich ja zurückgehen? Ich muss nur den Computer betätigen, glaube ich. Habt Erbarmen. Das, was da ist, will ich nicht sehen. Ich will da nicht hin. Boah, was ist denn mit dir los, Willi? Hat ja Aggression. Ja, klar. Wetten, wenn ich jetzt. Ich mache mal dieses Wetten, ich muss es lassen. Das Problem ist, dass das in einer Endlosschleife zweideutiger Gedanken endet, von vorn bis hinten. Shadow will wieder sein Hühnchen, er klopft es gerade. Ja. Pass mal auf. Oh, wie groß ist die? Oder weil ich mich ducke? Warte mal. Ich habe mein Hühnchen schon gegessen heute. Wahrscheinlich hat es nicht mal gereicht. Willst mehr Hühnchen? Warum greife ich die denn an? Das war doch so klar. Ich brauche Glibber einfach. Das ist ein Fakt. So, und jetzt? Was passiert jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, was hier vor sich geht. Was? Muss es genau darauf? Okay. Bist du freundlich? Dankeschön, Munition. Entlohnung, Dankeschön. Dreckspiel. Sieh an, die nehme ich.
So, also muss ich jetzt immer zwischen den Scharfschützengewehr und der Schroti da. Weil die anderen Sachen brauche ich immer im Schnellmenü. Das ist ja mal schön. Ja, das ist meine Scarlet Junior. Scarlet die Zerstörerin. Die kann ich gut ge. Danke. So, hier ist doch noch eine Tür, ne? Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, das zu öffnen, aber gut. Werden wir gleich sehen. Das ist einfach der Rückweg. Okay. Danke. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Hm. Okay. Atme. Ich habe gerade die Luft angehalten. Scheiße. Ich habe gerade voll die Luft angehalten wegen der Konzentration. Ich weiß nicht warum. Das war nicht gut. Danke dafür, ihr kleinen Drecksäcke, ey. Oh nein, ich habe Angst. Schlüssel, Trudi. Trudi, weil ihr wisst Bescheid. Die ist doch so nett zu uns. Also wenn ihr noch so eine Statue seht und ich laufe daran vorbei, könnt ihr mir das gerne sagen. Die brauchen wir ja leider, Gottes. Das war so unnötig jetzt. Scheiß Spiel, du! Okay, jetzt haben wir aber unsere Schroti, das ist schön. Hier leckt es immer irgendwie, ich weiß nicht warum. Und ich traue diesem Ort überhaupt nicht. Vielleicht werden wir irgendwann in der Ladesequenz, werden wir von irgendwas verfolgt. Und müssen dann warten, bis es dann fertig geladen hat. Das traue ich dem Spiel zu. Ist aber schön mit diesen weißen Dingen da. Oh nee. So, wir sind zurück. Hast du heute schon was getrunken? Ja, die Cola. Ich hole mir aber gleich noch eine Flasche. Dann habe ich wieder Vorrat. Lag da schon immer eine Leiche? Ja, deswegen frage ich. Gott, was hat die Leiche jetzt mitgenommen? Oh nein, nein, nein. Was? Warum sind denn jetzt immer. Oh mein Gott, da draußen wimmelt's ja. Brav. Ja, ich passe schon auf. Ich hole mir gleich was. Ich muss sowieso mal auf Toilette.
Der Junge hat Aggression. Erstmal weichklopfen, damit das Fleisch schön saftig und ja, weich wird. Das hat gar keinen Sinn gehabt, egal. Du siehst mich nicht, ich komme nicht weiter, ich hänge fest. Du siehst mich nicht. Ich habe gesagt, du siehst mich nicht. Und wenn ich sage, du siehst mich nicht, dann siehst du mich nicht. Du Strunze. Ich soll einfach die Klappe halten. Fuck, ey. Ich komme ja hier gar nicht weiter. An jeder Ecke werde ich hier gestresst. Diese Dinge häufen hier Leichen auf. Aber warum? Skulpturen? Was sagst du mich? Ja, untersuch mal. Ja, natürlich, der sammelt ein, obwohl er den... Och man, leck mich doch einfach. Sebastian ist so eine Vollpfeife. Der macht immer Sachen, die er nicht machen soll. Ich verstehe diesen Mann nicht. Wo bin ich überhaupt? Okay, ich bin ja sogar... Ach, ich bin ja hier, stimmt. Da ist mir gar nicht aufgefallen. Und hier kann ich auch rein? Ach du Scheiße, wo kann ich denn noch überall rein? Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte vergib mir meine Sünden. Okay. Bitte vergib mir, oh Herr, bitte. Ich weiß, ich habe gesündigt, aber nicht das. Bitte vergib mir meine Sünden. Vergib mir, oh Herr, bitte. Bitte vergib mir, was ich getan habe. Hallo? Bitte vergib mir. Alles in Ordnung? Pass mal auf, der dreht sich jetzt um und dann... was? Ja, geh noch hin, der steht jetzt, der springt jetzt dich an. Warum macht es jetzt nicht unnötig spannend? Der springt dich an. Das ist doch jetzt voll. Oh, warum so viel? Oh, das ist jetzt unnötig. Das ist jetzt voll beschissen. Ja, der muss nachladen. Ich hab nichts. Oh Mann, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab nichts. Ja, lass mich mal in Ruhe. Okay. Man kann es auch übertreiben. Mal wieder. Okay. Der Pater hat sich definitiv gewehrt. Oh, da unten ist eine Statue. Ich habe gesündigt, tut mir leid. Tschüss. Das ist die Strafe einfach, weil ich neugierig bin, ne? Ich will doch klettern. Danke.
Das ist einfach diese Strafe. So, hier soll ich da hin, ne? Ja, klar ist jetzt die Tür offen. Oh mein Gott. Jetzt ist sie noch weiter aufgegangen. Okay. Und das geht wieder nach unten. Don't go. Okay. Tschüss. Ich soll nicht gehen, also. Ich muss Munition machen, deswegen. Ich kann da nicht runter, wenn ich da keine Munition habe. Ne. Und ich möchte nicht das Doppelte verschwenden. Erstmal Kaffee. Leben auffüllen. Das tut gut. Das tut gut. So. Schrotmuni kann ich auch machen. Das kostet sogar 5. Ach du Heilige. Das ist ganz schön viel, ne? Ach, Mann, ey. So, jetzt speichern wir. Und ich glaube, hier ist eine gute Stelle, wo ich mal kurz dann Pause mache. Ich mache mal einen neuen. So. Ja. Ich glaube, hier ist eine gute Stelle. Scheiße. Ich habe hier mich verheddert. Oh, das Spiel ist fucking anstrengend. Muss man einfach sagen. So, dann mache ich jetzt kurz Pause. Ich komme gleich wieder und dann machen wir weiter. Ich hole mir dann auch noch was zu trinken und ja. Könnt ihr auch mal ein bisschen.